Okay, ich denke, ich kann es einmal versuchen, das Zeug wiederzufinden, aber gute Chancen rechne ich mir da nicht. Ich brauche mindestens drei Schwerter für die vielen kleinen Mistviecher. Vielleicht sogar vier. Und dann habe ich noch zwei Stück, falls ich fehlschlage für den Rückweg. Okay. Leider kein Diamant gefunden, leider nicht viel dabei rumgekommen, aber hey. Diese Mistviecher hier. Unfassbar. Das sind einfach Tausende. Der ganze Dungeon ist aus dem Gestein gemacht. Das geht nicht. Das könnt ihr mir nicht antun. Nee, nee, Leute. Kann ich denn wenigstens... Nein, ich kann mich auch nicht ducken, ich werde trotzdem durch die Gegend geschoben. Geh weg, geh weg, geh weg, geh einfach weg. Ich hoffe ja, dass es irgendwann aufhört, aber die Dinger kommen einfach immer wieder und wieder. Ja, der ganze Dungeon ist aus dem gemacht, der Gestein, und kann sie nicht schnell genug besiegen. Geht einfach nicht. So viel Spaß es macht, so zu leveln, das ist lächerlich. Es sind Tausende von den Mistviechern. Unfassbar. Okay. Ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Ich kann auch nur so oft schlagen pro Sekunde. Ja, das geht mittlerweile auch nicht mehr so lustig. Oh Mann. Ich wusste, es wird schlimm, aber so schlimm. Ich verhungere auch wieder. Na gut. Das war's. Ihr Mistviecher. Ihr elenden Mistviecher. Ach, mit dem Wassergeplätscher ruckelt es doch etwas übel. Lass mich zumindest aus dem Wasser raus, ja? Seid so lieb. Lass mich aus dem Wasser raus. Bevor ich sterbe. Mein Tod ist sicher, aber ich möchte doch wieder irgendwie zurück. Wo ist? Einigermaßen harmlos ist. Geht aus dem Weg! Ja genau, er drängt mich. Es reicht ja nicht, dass ich verhungere. Ihr müsst mich auch noch abbauen. Ich krieg euch. Ich komme hier noch raus. Ach, verdammte Mistviecher. Es hört einfach nicht auf. Es sind zu viele. Das ist eine verdammte Kettenreaktion, ein Super-GAU. Das ist alles unterhöhlt. Ich mach euch fertig. Jetzt erst recht, Leute. Okay. Ich höre euch. Ich mach mir noch eine Waffe. Eine Waffe mache ich mir noch. Und dann zeige ich es euch. Das gibt Rache. Den Sprung habe ich mir selbst zu verdanken, aber irgendwie musste ich von diesen Viechern weg und es war nicht der schlauste Sprung. Na? Okay. Gott, hier war ein Gebäude! Was machen diese Viecher? Es ist doch nur noch krank. Oh, sie mögen Redstone, wie es aussieht. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ich kann nur leider nichts machen, weil ich nur ein Schwert habe. Okay, ein bisschen Sand. Super. Mit dem Sand komme ich dann hier hoch. Aber glaubt man nicht, dass ich dann die Dächer finde, auf denen ich rumgeklettert bin. Vielleicht doch, vielleicht doch. Nicht so einfach aufgeben, Leute. Nein, 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 nein. Okay, da war ich. Da waren die... Oh, ich bin gar nicht so weit weg von meinem Todesplatz. Na gut, ich schaff das. Ich schaff das. Die Rennmechanik ist doof. Einfach nur doof.
Okay, da bin ich rübergelaufen. Ja, genau. Genau. Lass mich ruhig elendig krepieren. So. Dann gehen wir hier hoch. Okay, die Dinger sind zumindest nicht so schlau, mich so weit zu verfolgen. Das ist sehr beruhigend. Und sie werden hoffentlich irgendwann despawnen. So. Ich denke, ich bin in diese Richtung gelaufen. Die Frage ist, wo war der tödliche Sprung? Okay, hier habe ich die Diamantviecher besiegt, ja. Und dann wollte ich hier rüber springen. Ganz sicher. Irgendwo hier unten sind die Sachen hingefallen. Ob sie noch da sind, ist eine andere Frage. Aber hier sind sie hingefallen. Ups, nein, das Stück Sand brauche ich noch. Ein sehr wichtiges Stück Sand. Lieber mal das Schwert zücken. Denn da sind nur Zombie-Pigmen. Okay. Zombie-Pigmen sind cool. Habe ich nichts gegen. Aber dass ich hier doch tatsächlich alles, was ich eingesetzt habe, verloren hatte, nicht schön. Ein Kombi! Nein, Zombie Pigman! Ah, das war dumm! Zombie Pigman sind jetzt nicht mehr so begeistert von mir. Oh Gott, einer von euch. Und so fängt es wieder an. Okay, verhungert, Zombie Pigman sauer gemacht und angegriffen worden. Das reicht erst.